Leute, ich bin ja der effektive Zeiteinsparer-Mensch und das ist fast, okay, Zwang ist jetzt vielleicht übertrieben ausgedrückt, weil krankhaft ist es jetzt nicht, aber ich muss zwischen jeder Wartezeit oder so kann ich nicht einfach warten, sondern ich muss immer währenddessen etwas machen, also ich muss immer irgendwie effektiv etwas machen. Also zum Beispiel könnte ich niemals, während der Kaffee durchläuft, einfach so daneben stehen und gucken. Ich muss dann so währenddessen die Spülmaschine einräumen oder so. Und ich kann nicht anders. Und das ist in jeder Situation so. Also ganz komisch. Auch wenn ich die Waschmaschine quasi aufmache, kann ich währenddessen schon mal was greifen. Also so, ja, irgendwie normal, noch nicht krankhaft, aber auch ein bisschen komisch. Und mein Zeiteinsparermodell von heute bewegt sich wie folgt. Ich war gerade duschen und dachte dann währenddessen, wie wäre es, wenn ich jetzt schon mal meine Haare wasche und dann heute eine Haarmaske reinmache? Weil ich möchte meine Haare morgen stylen für das Wochenende. So, weil ich in Wien keine Lust habe, meine Haare zu waschen. Und dann kann ich die ja heute waschen und die Haarmaske reinmachen. Und dann morgen, also ich style sie ja heute nicht, weil dann wären sie fürs Wochenende nicht mehr perfekt. Das heißt, ich mache sie dann morgen nur einfach nochmal nass. Das heißt, ich habe mir die Haarwaschung gespart und die Maske und muss sie dann morgen nur noch stylen. Wie klingt das? Weil in der Zeit, wo das jetzt einwirkt, kann ich schon mal anfangen, meinen Koffer zu packen. Weil sonst wäre die Zeit des Kofferpackens ja verschwendet, weil in der Zeit kann ja irgendwas schon einwirken. Keine Ahnung, ob das für jemanden hier Sinn macht. Ich habe übrigens eine richtig große Bag hier mit sämtlichen Reisegrößen, auch sowas hier und kleinen Parfums und so weiter. Und die nehme ich immer mit auf Reisen, weil ich würde niemals Gepäck aufgeben. Jetzt für so einen Wochenendtrip. Und da packe ich dann einfach mal alles rein. Ich sammle das ohne Ende. Also hier ist so viel drin, Freunde, ey. Ich weiß teilweise gar nicht, wo ich das all her habe. Ganz viele Leute haben Probleme anscheinend mit diesen Flüssigkeiten. Also alles darf mit, was unter 100 Milliliter ist oder bis zu 100 Millilitern. Ihr dürft jetzt keine großen Flaschen oder so mitnehmen. Insgesamt darf es 1 Liter sein und das muss in so eine Plastikbag passen. Da könnt ihr einfach einen Zipperbeutel nehmen, der darf aber nur höchstens 1 Liter fassen. So, das Ding hier habe ich mal irgendwo in der Goodiebag gehabt. Vielleicht findet ihr auch sowas. Das muss auf jeden Fall diese Maße haben. Und dann könnt ihr einfach alles mitnehmen. Und ja, Medikamente dürfen übrigens in einen separaten Beutel. Der zählt dann nicht zu diesen Flüssigkeiten. Also wenn ihr Iberogast oder so mitnehmen wollt, könnt ihr das in einen separaten Beutel packen und nehmt dann nicht eure Flüssigkeiten weg. Parfums fülle ich mir auch immer in diese kleinen Fläschchen hier aus dem DM. Und wo ich richtig happy drüber bin, ich habe einfach bei meinem letzten Flug so ein kleines Burberry-Parfum gehabt. Da habe ich mich so gefreut. Die waren in so einer kleinen Travel-Bag. Das ist eins meiner Lieblingsparfums. Das geht auf jeden Fall auch mit. Habe ich eigentlich immer so in einer kleinen Tasche. Ich muss das unbedingt nochmal befüllen. Dieses Parfum ist einfach eine Wucht, Leute. Ich sage es immer wieder, das ist das Clean Girl-Parfum. Es riecht so frisch, so angenehm blumig, aber nicht süß. Also ich finde, es riecht überhaupt nicht süß. Es riecht so, wie diese Flasche aussieht. Es ist wirklich perfekt designt dafür. Das hat einen ganz klaren, angenehmen Geruch. Also davon kann man auch gefühlt nicht zu viel auftragen. Ich sage es immer wieder, das ist schon sehr, sehr lange eines meiner liebsten Parfums. Also Bulgari Omnia Crystalline. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses Parfum. Ich kann mir nicht vorstellen, ich sage es immer wieder, dass jemandem, der so gar nicht gefällt, das ist eigentlich ein Duft, den man fast blind kaufen kann, weil der einfach nicht extrem nach einer bestimmten Richtung riecht. Also er ist nicht so extrem oudlastig oder dass der super süß ist. Also der ist einfach pflegeleicht. Das ist wirklich ein toller Duft. Und ich verlinke euch den auf Douglas. Ich habe gerade mal drauf geklickt. Der ist, glaube ich, gerade ein bisschen reduziert, so wie ich das gesehen habe. Ich habe hier 100 Milliliter. Und ja, versucht es einfach mal.
Das ist ja... Okay.